Gerade Köder geholt und jetzt geht's ab ans Wasser. Ich kann es kaum noch erwarten. Eben beim Händler meines Vertrauens gewesen. Immer Maden, Pinkies, Caster, Würmer, immer alles da. Immer Top-Qualität. Köder geholt und jetzt ab ans Wasser. Heute Angelsachen schleppend auf dem Weg zum Wasser. Alter, ich bin im Arsch. Ich muss unbedingt ein bisschen abspecken. Hier werden wir heute angeln. Ja, ich hole jetzt die letzten Sachen noch eben aus dem Auto, warte auf den Kameramann, der mal wieder zu spät ist. Ja, und dann fange ich an aufzubauen. Heute, wie gesagt, möchte ich Skimmer angeln. Skimmer, beziehungsweise, lass uns mal im Deutschen bleiben, ich angel auf kleine Brassen, also junge Brassen, die noch silber sind. Ich möchte heute mit Lehm angeln und taktisch da auch heute mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, warum ich heute mit Lehm angel und was ich hier vorhab. Ich möchte euch das mal näher bringen und ja, ich hoffe, es wird ein schönes Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier heute mit mir, diesen Nachmittag am Wasser zu verbringen und dann gucken wir einfach mal, was wir heute draus machen. Also, bis später. Ich habe richtig Bock drauf. Tschüss, tschüss. Ja, moin, Leute. Ich hoffe, alles gut bei euch. Ja, ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zum Filmdreh mit unserem lieben Benny. Er hat mir schon wieder irgendeinen Standort geschickt, keine Ahnung, irgendwo und nirgendwo. Und ja, bin jetzt gleich da. Wahrscheinlich kann ich wieder dann noch 10 Kilometer irgendein Kamera-Equipment über so eine Kuhweide oder so schleppen. Ne? Naja, mal gucken, was es gibt. Er hat noch irgendwas vor, von wegen einer Route, irgendein Gewinnspiel oder keine Ahnung. Wir werden mal schauen. Jedenfalls, ihr seht schon, der Benny, der ist ein ganz netter, der meint das gut mit euch. Also es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen, deswegen bleibt dran, ich bin gleich da und mal gucken, wo er mich hingeführt hat hier. Ja, was habe ich gesagt, Leute? Ich kann hier wieder über irgendeinen Acker laufen, ey. So über irgendwelche Zäune klettern. Da bin ich, Chef. Mahlzeit. Na? Moin. Moin. Und? Ja, ganz gut eigentlich. Wir fangen so, der ist jetzt ein bisschen kleiner, ich fange so kleine Skimmer, upsala, so kleine Skimmer und Güstern und so von allen so ein bisschen, ne? Ja. Ich erzähle gleich mal ein bisschen, was ich hier mache, aber schön, dass du da bist. Ich finde das ja gut, wenn die Mitarbeiter ausgeschlafen zur Arbeit erscheinen. Ja, auf jeden Fall macht es Sinn, dieses Video heute zu gucken. Also diesmal macht es wirklich Sinn, weil ihr könnt was richtig Geiles gewinnen. Und zwar die Supera SL 3,35 Meter und eine 5000er Centris-Rolle. Diese Kombo könnt ihr heute gewinnen. Beides zusammen hat, glaube ich, einen VK-Preis von 480 Euro. Also das ist hier wirklich ja, mal ein richtig dickes Stück, was Preston da raushaut. Und von daher denke ich, macht es Sinn, das Video zu Ende zu gucken. Und ja. Vielleicht nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ich würde mich freuen. Das ist echt eine geile Kombo. Macht mega Spaß, damit zu angeln. Ein kleiner Skimmer. Unser Zielfisch ist gelandet. Ja, moin erstmal nochmal vernünftig an dieser Stelle. Ich angel schon einen Augenblick. Ich schätze mal, ich bin so eine knappe Stunde schon am Angeln. Kameramann war verhindert. Hat man mal, ist alles gut. Ich habe schon mal angefangen zu angeln. Ich angel heute auf zwei Bahnen. Also ich habe zwei Futterplätze angelegt. Und zwar ein
Ein Futterplatz habe ich an dem tiefsten Punkt gelotet. Das ist jetzt in dem Fall auf 16 Meter. Da ist es wirklich am tiefsten. Dann ist es etwas gleichbleibend und dann fängt es an, wieder etwas flacher zu werden drüben. Und das ist der zweite Platz auf 26 Meter, also 10 Meter weiter. Ich befutter beide Plätze mit einem relativ lockeren Futter, aber mit einem hohen Lehmanteil. Also da sind mindestens 50% von einem wolkenden Lehm jetzt mit drin. Das mache ich ganz bewusst, weil die Fische sind hier in diesem Gewässer eigentlich relativ scheu. Das ist nicht sehr tief, das sind hier 2,5 Meter Wassertiefe circa. Und die Fische mögen das hier in der Regel nicht, wenn man die lange beangelt. Das merkt man, wenn man mit der Stoppuhr angelt, dass man jetzt beispielsweise einen Biss vielleicht nach einer Minute bekommt. Wenn man dann weiter angelt, dann kommt der nächste Biss nach 3 Minuten. Wenn man noch weiter angeln würde, dann kriegt man vielleicht den nächsten Biss nach 5, 6 oder 7 Minuten. Und dann ist die Gefahr groß, dass die Fische dann weg sind, weil die einfach zu scheu werden. Die werden die ganze Zeit beangelt, es ist Unruhe auf dem Futterplatz, oben knallt der Korb immer, egal wie leise, wie leicht man angelt, es macht immer ein bisschen Unruhe. Und die Fische verlieren dann einfach das Vertrauen zum Futter. Und oft ist es dann in solchen Situationen gut, 2 Futterplätze zu haben, dass man auf jedem Platz ein, vielleicht maximal 2 Fische fängt und dann den Platz wechselt. Ich weiß, dass es schwer ist, wenn da Fische auf dem Platz sind, dann nicht nochmal hinzuwerfen. Aber in solchen Situationen muss man sich dann echt ein bisschen im Griff haben, weil das am Ende des Tages doch erfolgversprechender ist, wenn man den Platz dann in Ruhe lässt. Und die Fische haben dann immer wieder Zeit, sich neu auf den Platz zu sammeln, ohne Missgunst und so Köder zu fressen, ohne dass dann ein Kollege weggefangen wird und Unruhe entsteht. Und so haben die halt Vertrauen. Und wenn man dann alle 2, 3 Würfe immer wechselt, 2, 3 Würfe, 2, 3 Würfe und immer springt, ist das häufig der richtige Weg in so einer Situation. Und da angle ich dann sehr, sehr gerne mit Lehm, weil Lehm hat einfach den Vorteil, dass der wolkt. Der Lehm liegt am Grund. Wenn keine Fischaktivität ist, liegt er halt einfach nur da. Aber in dem Moment, wo ein Fisch anfängt, in diesem Futter zu wühlen oder sich zu bewegen, wolkt das. Das heißt, ich habe auch in der Phase, wo ich nicht auf diesem Futterplatz angle, trotzdem immer eine gewisse Aktivität, weil die Fische aktivieren den Platz von alleine. Und das ist eigentlich eine ganz erfolgreiche oder kann eine erfolgreiche Methode sein, wenn es halt so eine Angelei ist, wo man so 8 Kilo fangen muss, vielleicht auch mal 10 Kilo und so in 5, 6 Stunden so vorsichtige Fische immer wieder mal einen rausfangen, angle ich sehr, sehr gerne so. Mache ich jetzt hier heute auch und ja, wir angeln einfach jetzt nochmal die nächsten 1, 2 Stunden gemeinsam, gucken wir ein bisschen, wie sich das entwickelt. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, dass das der richtige Weg ist, so heute hier zu angeln. Ja, wie eingangs schon erwähnt, verlosen wir heute diese Combo. Natürlich nicht diese, sondern neu und sauber. Und zwar Supera SL 3,35 Meter, 11 Fuß mit einer 5000er Centris-Rolle. Alles, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst dieses Video liken, dieses Video kommentieren und ihr müsst unseren YouTube Preston Innovations Kanal abonniert haben. Und dann werden wir innerhalb von 7 Tagen unter den Leuten, die kommentiert haben, YouTube-Abonnent sind und geliked haben, werden wir per Zufallsgenerator einen Gewinner ermitteln. Und der kann sich über diese Combo freuen, die einen Verkaufswert von 480 Euro hat. Ich denke, ein absolut geiler Preis. Lohnt sich zu kommentieren, zu liken und zu abonnieren. Daumen hoch. Ihr müsst uns versprechen, dass wir mit drauf sind. Ja, dann einmal nett rudern, dann filmt er euch eben. An dieser Stelle lieben Gruß an Mika. Das ist ein Freund von der Paddelgang da hinten. Ihr seid ihr Paddels? Ruderer. Ach, Ruderer, okay, ihr seid keine Paddels. Los! Okay. Leute, Vollgas! Okay, Feuer, komm! Ja, das sieht gut aus, Jungs. Komm, weiter! Na, du da hinten, nicht schummeln da! Ja. Ja. Guck mal hier, die Jugend trainiert hier für Olympia.
Das mal, nur weil ihr nicht mehr gefilmt werdet. Weiter rudern da, du fauler Lump. Jo, Petri ein, nix am Seil. Ja, eben mal zur Angelei heute. Also ich habe zwei verschiedene Futter fertig gemacht. Also wenn ihr mit dem Lehmanteil im Futter arbeitet, ist es wichtig, dass ihr das Futter wirklich übernass anrührt. Das muss so sein, dass das zum Angeln zu nass ist. Weil wenn ihr dann den Lehm dazu packt, der Lehm nimmt sich die Feuchtigkeit aus dem Futter, die es braucht. Und dann habt ihr eigentlich die ideale angelbare Konsistenz. Und dann habe ich aber immer noch dann dazu ein bisschen pures Futter, um das war zum Beispiel heute gut, ab und zu mal mit purem Futter mal einen Korb zu setzen, dass das ein bisschen Aktivität hat. Dann habe ich den Platz gewechselt, bin auf den anderen Platz gegangen und so habe ich jetzt immer im Wechsel mal immer wieder einen Fisch fangen können. Das ist heute wirklich schwierig, das sind ganz vorsichtige Fische, man muss kleine Haken angeln mit zwei, drei Pinkies am Haken, um überhaupt mal so einen Anpacker zu kriegen. Das war heute sehr, sehr schwierig. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn ich einen Futterplatz heute durchgeangelt hätte, dann wäre der relativ schnell eingebrochen und ich hätte da gar nichts gefangen. Ich habe es gemerkt, wo ich mal auf einem Platz zwei, drei Fische gefangen habe. Da habe ich gedacht, na, vielleicht sind sie jetzt da, ich beangel die mal ein bisschen weiter. Und das ging ein paar Minuten und dann ist der Platz mausetot. Also dann kriegt man da eine halbe Stunde gar keinen Anpacker mehr. Und deswegen ist es, denke ich, heute richtig gewesen, immer in den Futterplätzen zu springen. Und ab und zu mal einen Korb mit etwas trockenerem Futter ohne Lehmanteil, dass es kurz aktiviert ist. Und das ist, denke ich, heute der richtige Weg gewesen. Und oh, sorry, da musste ich mal eben ran, aber das war leider ein Fehlbiss. Ja, so ist Angeln. Ich denke, ich habe jetzt heute vielleicht, ich weiß es nicht, ich würde mal schätzen, 4 Kilo zusammengefangen. Hier kann man es mal schön sehen. Wieder hier einmal drauf gehackt und dann ist der Köder kaputt. Also die Fische sind wirklich sehr vorsichtig. Das sind kleine Güstern, das sind kleine Skimmer, die hacken einmal drauf und dann macht die Spitze nur einmal kurz Ting. Und das sind Fische, die darf man definitiv nicht zu lange beangeln hier in diesem Kanal. Das sind ganz scheue Fische. Jungs, was ist denn los? Was ist los mit euch? Ihr, lacht mal. Einmal lachen. Ja, Brust raus, Männer. Rücken gerade, Brust raus. Lachen. Luft holen nicht vergessen. Tschüss. So, ich will euch mal eben erklären, was ich ja vorhin sagte mit dem Lehm, dass die Fische das quasi wieder selber aktivieren. Ich imitiere jetzt mit diesem Stock mal einen Fisch und man sieht, sobald da einer reinhackt und in dem Futter wühlt, sieht man ja wunderbar, wie schön das wolkt. Und hier sieht man auch richtig, wie die Wolke so die Steine, die Packlage hier runterzieht. Und das ist das halt, wenn die Fische wühlen. Und wenn jetzt kein Fisch mehr da ist oder keine Bewegung, dann beruhigt sich das wieder. Und in dem Moment, wo hier ein Fisch wieder am Fressen ist, ist das ordentlich am Qualm. Ja, die Angelei jetzt in den Abendstunden, es fängt jetzt an zu dämmern. Also langsam, aber sicher an zu dämmern. Die Angelei hat sich heute wirklich sehr schwierig gestaltet. Es war ein relativ warmer Tag, kein Wind auf dem Wasser. Es ist sehr viel Fischbewegung an der Oberfläche gewesen, aber so richtig fressen wollten die Fische nicht. Und das war wirklich schwierig, hier heute überhaupt ein paar Fische ans Band zu kriegen. Und dann immer diese Ruderfahrer hier. Ja, also nochmal eben ganz kurz so ein bisschen jetzt gedanklich diesen Tag Revue passieren lassen. Das mit dem Lehm fand ich extrem gut, gerade für diese kleinen Fische. Es waren wirklich viele Skimmer, die so gerade handlang waren und Güstern. Ich hatte das Gefühl, dass das wirklich gut war, dass diese Wolke
die Fische immer wieder aktiviert hat, immer wieder bei Laune gehalten hat. Und ich konnte dann durch dieses Wechseln der Plätze immer wieder Bisse bekommen. Das war definitiv gut. Was aber schwierig war, weil ich habe es dann zwischendrin so ein bisschen übertrieben. Ich habe gedacht, dass ich die Fische mit Ködern oder durch die Zugabe von mehr Ködern so ein bisschen mehr zum Fressen animieren kann. Das war heute definitiv nicht gut. Also ich habe da ein paar geschnittene Würmer gefüttert, ein paar Maden, ein paar Pinkies mal ein bisschen mehr reingepackt. Da hat man sofort gemerkt, wie die Plätze, wie die eingeschlafen sind. Also die Fische mussten heute wirklich mit wenig Köder, mit kleinen Haken, einer weichen Spitze, mussten die heute beangelt werden. Und durch den Lehmanteil ist das Futter natürlich auch nicht so stark sättigend. Ne? Das ist auch ein weiterer Vorteil, denke ich, wenn man mit Lehm im Futter angelt, wenn das so ein komisches Beißverhalten ist. Noch ganz kurz was zur Schnur. Es ist in dem letzten Video gefragt worden, ob man auf der kurzen Distanz nicht auch mit monofiler Schnur angeln kann. Das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich denke mal, wenn man wirklich ein schnelles Angeln hat, wo es wirklich auf kurze Distanz bis auf Biss gibt, so wie das bei dem Rotaugenangeln da an dem See war, da kann man definitiv mit einer monofilen Schnur angeln. Heute wäre auf der kurzen Distanz, also die kurze Bahn waren jetzt 16 Meter, da wäre jetzt meiner Meinung nach eine monofile Schnur heute nicht passend gewesen, weil die Fische halt so vorsichtig gebissen haben. Wenn die Fische wirklich die Spitze nur so tick, tick, so ganz leicht anpacken, dann ist das ein Zeichen, dass die vorsichtig sind und nicht richtig fressen wollen. Und dann brauche ich wirklich jegliche Dehnung aus der Schnur heraus, um wirklich diese kleinen Anfasser noch zu sehen. Da wäre eine monofile Schnur dann, denke ich, fehl am Platz. Aber so muss man das halt immer situativ so ein bisschen abwägen. Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, dass eine Mono für kurze Schnur gut ist oder für kurze Bahn nicht gut ist. Das muss man wirklich dann instinktiv entscheiden, denke ich. Ne? Ja, nochmal kurz zum verwendeten Gerät heute. Fangen wir mal vielleicht ganz kurz bei der Montage an. Wie man es eigentlich schon bei mir kennt, also das ist nichts Neues mehr. Freilaufmontage, freilaufender Seitenarm, 20 Gramm Körbchen heute, 25 cm Schnur, Mikrowirbel und dann kommt das Vorfach. Also die Montage ist wirklich nichts Besonderes. Das werdet ihr bei mir öfters sehen, dass ich so angel. Ja, das verwendete Gerät. Supera SL. SL steht für Super Light, also es ist wirklich die leichteste Rute aus der Supera Serie und die ist wirklich, ja, man merkt schon, dass die halt super light ist, ne? Also dass die dafür ausgelegt ist. Es ist wirklich eine leichte Rute, wo sehr leichte Körbe gut zu werfen sind. Ich habe vorhin beim Loten drüben auf die andere Seite 45 Meter mit einem 20 Gramm Körbchen, die habe ich das Spielen drüber geworfen. Hier für diese Angelei ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man, wenn man eine kurze Rute angelt, dass die nicht zu steif ist. Das muss man immer so ein bisschen abwägen. Wenn man sonst kurze Ruten angelt, ist es auch manchmal gut, wenn die sehr steif sind, weil man für dieses Rotaugenangeln halt sehr steife Ruten braucht, die diesen Biss schnell durchsetzen. Das ist bei der SL, finde ich, anders. Die ist viel weicher in sich. Oh, sorry. Alles gut. Da muss ich mal kurz einfangen. Die ist halt in sich viel weicher. Das passt aber halt auch zu diesem Stil. Wenig Fische. Oh, der ist abgefallen. Sorry, Kameramann. Das passt halt zu diesem Stil. Kleine Haken, wenig Fische. Da brauche ich eine Rute, die sehr weich ist, dass ich, so wie jetzt, halt diese vorsichtigen Fische nicht verliere. Dass, wenn der Skimmer nochmal schlägt, dass die Rute richtig weich ist und die Aktion der Fische abfedert. Da ist die halt ideal für. Ich persönlich würde diese Rute jetzt nicht angeln, wenn ich 200 Rotaugen fangen muss. Da wäre sie mir zu weich für. Aber für die vorsichtigen Skimmer, für Brassen auf naher Distanz, wo ich wirklich eine weiche Rute brauche, da ist die, glaube ich, ideal für. Das muss man auch so ein bisschen abschätzen. Also eine kurze Rute ist nicht immer gleich für Vollgas geeignet. Klar kann man hier auch Vollgas mit angeln, aber da würde ich dann eher eine etwas härtere Rute angeln. Ja, der Angeltag bzw. der Angelabend oder Nachmittag neigt sich jetzt dem Ende. Das war eine kurzweilige Nachmittagssession nach der Arbeit. Ich habe das auch mit den Ködern heute sehr spartanisch gehalten. Maden und Pinkies habe ich immer zu Hause in meinem Angelkühlschrank. Einen Sack Wurm habe ich auch immer zu Hause liegen. Das heißt, ich hatte jetzt auch keine aufwendigen Köder wie Caster oder so, die wirklich Vorbereitung und Zeit bedarf. Da habe ich nicht mitgehabt. Das war, sag ich mal, das kleine 1x1, was man so als Angler wahrscheinlich zu Hause hat. Und ja, es war wirklich, fand ich, ein sehr lehrreicher Nachmittag.
sehr anspruchsvolle Angelei. Also es hat mich doch ein bisschen überrascht, dass die Fische so zickig und anspruchsvoll hier sind. Aber es hat Spaß gemacht. Im Nachhinein ärgert mich das ein bisschen, dass ich meine Box mit den geschlossenen bzw. überhaupt mit meinen Plastikkörben nicht mit hatte, weil ich glaube, dass bei dem Beißverhalten Plastikkörbe und dann auch vor allem teilweise geschlossene Plastikkörbe, dass das ein bisschen besser ist. Gerade wenn man mit dem Lehm angelt, das Futter geht runter, sehr kompakt runter, und erst wenn man den Biss bekommt von dem Fisch und man dann den Anhieb setzt, erst dann setzt man die Wolke frei. Ich glaube, dass das heute in der Situation vielleicht hätte gut sein können, aber gut, so ist es halt. Ne? Das war eine kurze Nachmittagsangelei und Spaß hat es gemacht. Ein paar schöne Fische konnte ich auch fangen, und dieses Switchen zwischen den Angelplätzen kann ich euch vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie ich das gemacht habe. Habe ich noch gar nichts zu gesagt, weil ich habe heute nur eine Route aufgebaut, weil ich bin da ein bisschen faul, wenn ich so auf dem Feierabend angel. Ich habe die lange Bahn immer im Clip gelassen und die kurze Bahn sind genau 11 Umdrehungen kürzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 Umdrehungen. Jetzt ist der Schnurmarker ab. Hier sieht man es noch ein bisschen. Ich hatte hier vorhin Schnurmarker. Das heißt, bei 11 Umdrehungen mache ich einfach den Clip rein. Und das ist dann mein kurzer Angelplatz gewesen. Und wenn ich dann auf dem kurzen nicht mehr angeln wollte, habe ich den Clip rausgemacht, konnte dann wieder auf der langen Bahn angeln. Und so bin ich in diesen beiden Futterplätzen immer hin und her geswitcht. Und ja, wie gesagt, das mache ich bei so einem Beißverhalten auf solche Fische ganz gerne. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, war mal eine komplett andere Angelei. Und ja, das nächste Mal wird es vermutlich, wenn die Kamera mich begleitet, wahrscheinlich ein Video, wo es auf Distanz geht. Da wollen wir mal angeln gehen und auf 100 Meter angeln. Das wird dann in den nächsten Wochen Thema bei uns. Freut euch da schon mal drauf. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Spaß, alles Gute am Wasser und Petri Heil.